Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal was über die Spartaner erzählen. Von denen habt ihr ja wahrscheinlich alle gehört, von dem Film 300 und dem zweiten Teil 300 Rise of an Empire. Da werden die als absolut obercoole Typen mit riesenmächtigen behaarten Eiern dargestellt. Das waren die natürlich auch. Die waren zur damaligen antiken Zeit die gewaltigsten Krieger überhaupt. Aber so toll, wie sie dargestellt wurden, waren sie in Wirklichkeit nicht. Es war eine Bevölkerungsgruppe von ca. 8000 Mann, die im Jahre 600 vor Christus ihre Blütezeit hatten und über ein Volk von etwa 50.000 Menschen herrschten, die sie unterjocht hatten. Diese 50.000 Menschen waren Sklaven des spartanischen Staates. Man nannte sie die Heloten. Sie waren gezwungen, ihr ganzes Leben lang Lebensmittel zu produzieren, damit die Spartiaten sich ausschließlich der Kriegskunst widmen konnten. Das war aber auch notwendig, weil eine klitzekleine Minderheit von diesen 8000 Menschen ein 50.000 Menschen Volk beherrschen mussten. Deswegen mussten die Supersoldaten sein. Und ein Spartiak oder ein Vollbürger wurde man erst mit 30, nachdem man eine ewig lange Ausbildung durchlaufen hat. Die Ausbildung begann mit 8 Jahren. Vielleicht sollte ich noch sagen, bevor die Ausbildung begann, wenn eine spartanische Mutter ein Kind bekommen hat, wurde das vom Ältestenrat begutachtet, das Kind. Wenn das nicht gut war, wurde es ausgesetzt zum Sterben. Und dann blieb es bis zum 7., 8. Lebensjahr bei den Eltern und kam dann in die Militärschule sozusagen. Also die Grundausbildung, die ging von 8 bis 14 und bestand hauptsächlich aus Sport- und Kriegsspielen. Spartaner lernten auch lesen und schreiben, aber das war eher nebensächlich. Es ging in erster Linie darum, die Kleinen schon hart zu machen. Wobei auch die Mädchen trainiert wurden, allerdings in anderen Gruppen, weil Spartaner davon ausgingen, dass gesunde Mädchen mehr und bessere und gesündere Kinder bekommen. Deswegen mussten auch die Frauen sich sportlich ertüchtigen. Diese Grundausbildung, in dem die Kinder wirklich getriezt wurden und von Ältesten bis aufs Äußerste schikaniert wurden, ging bis zum 14. Lebensjahr. Dann begann die zweite Ausbildungsphase ab dem 14. Lebensjahr. Die Ausbildung der Spartaner nennt sich übrigens die Agoge. Der zweite Teil der Ausbildung ging von 14 bis 20 und der war dann natürlich ungleich härter. Dort ging es nun wirklich darum, die Männer zu stehlen. Zum Beispiel wurden sie auch von anderen geschlagen und mussten einfach das hinnehmen, und um ihre Nehmerqualitäten zu erhöhen. Sie wurden einfach geprügelt und mussten barfuß laufen, Tag und Nacht, Sommer wie Winter, immerzu waren gezwungen, sich ihr Essen zu stehlen. Sie bekamen zu wenig Essen. Das war Bestandteil der Ausbildung. Sie sollten das Essen nämlich von den Heloten stehlen, von dem Sklavenvolk. Allerdings, wenn sie erwischt worden sind, wurden sie halbtot geprügelt zur Strafe. Diese Ausbildung, wo sie sich dann hauptsächlich im Kriegskunst ausgebildet haben, ging bis zum 20. Lebensjahr. Dann blieben sie aber noch vom 20. Lebensjahr weiterhin als Aufsichthabende in dieser Ausbildungsgruppe und beaufsichtigten wieder kleinere, bis sie denn zunächst mit 30 erst Vollbürger werden konnten. Erst ab dann konnte sich ein Spartaner, also einer, der das durfte, Spartiak nennen. Vorher war er kein Spartiak, sondern nur ein Stück Dreck, das von allen schikaniert. Den Militärdienst, den mussten die Spartiaken bis zu ihrem 60. Lebensjahr durchziehen. Erst dann mussten sie nicht mehr in den Krieg ziehen. 60 Jahre lang, quasi von 8 bis 60, mussten sie Kriegsdienst leisten. Was in dem Film 300 auch nicht so ganz richtig dargestellt war, ist die Kampfweise der Spartaner. Die sind immer mit freiem Oberkörper, damit man ihre Sixpacks sehen kann. Aber die Spartaner, das waren sogenannte Hopoliten. Das waren zur damaligen Zeit schwer gepanzerte Krieger mit Brustpanzer, Schienbeinpanzer, ein Schwert an der Seite, ein Schild, 1 Meter im Durchmesser und einem langen Speer, so 2 Meter lang mit einer Eisenspitze. Und ihre Kampfesweise, das war die Phalanx, das heißt ein Rechteck von Menschen, wo jeweils die Stärksten vorne waren und jeweils nach hinten immer die Schwächeren. In der rechten Hand hatten sie den Speer und die linke Hand mit dem Schild drückten sie ihren Vormann in den Rücken, so dass sie, wenn sie vormarschierten, einfach durch die gegnerische Linien durchbrechen konnten, weil sie sich einfach gegenseitig da durchgeschoben haben. Jahrhundertelang waren sie mit dieser Kampftechnik
absolut führend bis zu ihrem Ende, als der griechische Feldherr Epaminondas ihnen mit der versetzten Schlachtebene den Rest gegeben hat, weil Spartaner hatten das Problem, die konnten nichts Neues akzeptieren. Es war alles, was von früher war, war gut und Neues war schlecht und böse. Und deswegen konnten sie sich auf diese neue, schiefe Schlachtebene nicht einstellen und verloren mehrere Schlachten und versanken dann in die vollkommene Bedeutungslosigkeit. Interessant ist vielleicht noch zu sagen, dass die Frauen hatten ja keine Rechte in Sparta, wie im Rest Griechenland auch, aber im Gegensatz zum restlichen Griechenland hatten sie zumindest das Erbrecht. War ihr Mann gefallen, gehörte ihnen sein Besitz. Das war in Athen oder so nicht üblich. Und noch was, es waren auch einige Leute, die hatten überlebt und sind zurückgekommen. Das war bei Spartiaten nicht möglich. Wer verloren hatte, war nichts mehr wert. Die Spartanerinnen hatten einen Gruß für ihren Mann, wenn er in den Krieg zog, wenn er ging. Sie sagten, mit dem Schild oder auf dem Schild. Das heißt, entweder du kommst als Sieger wieder oder als Leiche, anders möchte ich dich nicht mehr sehen. Und ich schätze mal, das ist auch der Grund, weshalb sie irgendwann untergegangen sind. So, das war's jetzt von den Spartanern. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch bei Heike oder noch besser abonniert ihren Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Mal erstmal Tschüss.